Herzlich willkommen zu einem weiteren Video von Linux, Windows und Mac Hilfe. Ja, endlich, juhu, ist es soweit. YouTube setzt komplett auf HTML5. Die News ging vor einigen Tagen rund ums Netz rum. Golem.de, Focus und so haben berichtet. Ich finde es endlich toll, dass man keinen Flash-Player mehr brauchen muss, beziehungsweise der ist ja eh immer mit Sicherheitslücken verseucht. Alle Wochen oder alle 2 Wochen kommen Updates und da muss man immer wieder patchen und es ist ein Hin und Her und ich finde es richtig gut, dass Google diese Entscheidung getroffen hat. Das Ganze geht übrigens mit folgenden Browsern. Internet Explorer, ich habe ihn hier auch schon mal aufgemacht. Mit dem Internet Explorer geht das Ganze schon. Dann mit dem Opera, mit dem Apple Safari und mit dem Google Chrome, mit dem Hauseigentum von Google geht das auch schon, Gott sei Dank. Mit welchem Browser es leider noch nicht geht, standardmäßig ist mit dem Firefox. Da müsst ihr das Ganze unter youtube.com/html54 noch den HTML5 Player anfordern und dann müsst ihr noch die Seite aktualisieren und dann ja, tut das Ganze in HTML5 abspielen und nicht mehr mit dem Flash Player. Ich persönlich muss sagen, ich finde es eine richtig gute Entscheidung von Google und es kann natürlich jetzt noch ein klein bisschen gehen, bis der Firefox das Ganze auch standardmäßig kriegt. Ich denke mal, in der nächsten und übernächsten Version wird das dann drin sein. Und dann haben auch die Firefox-User endlich keine Sorgen mehr. Natürlich kann man auch den standardmäßigen Player benutzen, der ja im Firefox, wenn wir uns den mal ganz kurz hier anschauen, drin ist. Nämlich den hier. Dem funktioniert es nämlich auch ziemlich gut. Und den Flash-Player habe ich übrigens hier auch nicht installiert. Von daher funktioniert es auch mit dem Standard Plugin vom Firefox ziemlich gut. Also das kann man wirklich nicht klagen. Aber ich bin endlich froh und mich würde mal interessieren, was ist eure Meinung dazu? Findet ihr Flash gut, beziehungsweise das von Adobe oder findet ihr, ich finde es toll, dass HTML5 jetzt eingesetzt wird. Schreibt es doch bitte unten in die Kommentare, lasst es mich wissen. Ich freue mich immer über Feedback. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.